Hallo meine Lieben, hier habe ich mal wieder eine wunderschöne Wohnung, eine Penthouse-Wohnung in dem Fall. Und hier haben wir den Vorteil, also es ist beste Qualität, also Top-Zustand und alles schon super hergerichtet. Überall sehr schöne Bodenfliesen und man muss selber nichts mehr machen. Und der Preis, ja gut, der Preis 299.000, aber ich muss dazu sagen, es gibt Objekte für 299.000, die hätten dann nur diese Aussicht, wo ihr jetzt gerade seht, also die Bergaussicht, was auch nicht schlecht ist, aber wir sind ja in Mahmutlar, deswegen ist es mit Hochhäusern auch im Blickfeld. Und da habe ich auch Wohnungen mit 299.000, Terrassenwohnungen, Penthäuser. Nur bei dieser muss ich wirklich mittlerweile sagen, also wer das Geld hat, der sollte zulangen. Ja, wer das Geld hat, sollte zulangen. Weil wir das Problem haben, dass allein ja jetzt durch diesen Krieg, der ist leider durch diesen blöden, beschissenen Krieg, wobei mir ganz ehrlich auch die russischen Soldaten leid tun. Ja, das sind auch Menschen, die müssen dann auch leiden. Mir ist es egal, mir tun alle Seiten immer leid. Ja. Und durch diesen Krieg, weil viele über den Preis reden, ja, das sinkt jetzt bestimmt, wenn dann die Masse der Russen zum Beispiel keine Euros mehr hierher oder transferieren kann oder das SWIFT-Abkommen nicht mehr machen kann. Ach Leute, es gibt so viele andere Wege noch, Geld hierher zu schaffen. Ob es mit Goldbarren ist oder was auch immer, das gibt es viele Möglichkeiten. Und leider steigen die Preise, weil viele russische, ob es Künstler sind oder Selbstständige, die Geld verdient haben und ihr Geschäft jetzt dort zumachen wollen, weil sie halt weg wollen aus Russland, weil sie halt sehen, dass manches nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Und deswegen rennen sie gerade uns die Türen ein. Und auch mit Vermietungen. Ihr glaubt das nicht. Ja, mit Vermietungen, das ist, ich habe immer gesagt, ich will never ever so einen Zustand wie in Germany haben, dass eine Wohnung ein Drittel von dem Gehalt kostet. Aber das sind wir schon lange drüber, vom türkischen Mindestlohn sowieso. Und also ich will eigentlich diese Verhältnisse nicht, aber die haben wir bald. Ja? Beziehungsweise wir sind schon drin. Teilweise sogar schon drüber. Also worauf will ich hinaus? Weil der Preis hier von dieser 4-Zimmer-Wohnung mit 2 Balkonen, 3 Bädern und einer mega Aussicht, werdet ihr gleich sehen, unschlagbare Aussicht. Damit will ich sagen, dass die Preise, also dieses Objekt ist nicht zu teuer. Ja, ganz einfach. Dieses Objekt ist nicht zu teuer. Ihr bekommt Schlechteres fürs gleiche Geld. Ja. Und hier haben wir wenigstens eine Riesenterrasse, alles schon gemacht. Ihr könnt am Boden schon sehen, keine Wasserprobleme oder was auch immer. Und Markisen schon vorhanden. Und dann haben wir noch diese Aussicht und einen kleinen Wintergarten haben wir auch. Und wir sind direkt an der D400, aber etwas zurückversetzt, beziehungsweise im hinteren Bereich. Und haben trotzdem diese Aussicht und das ist schon mega für alle die, die gerne mehr Blick haben, aber nicht direkt an der D400 sein wollen. Und deswegen, das ist auch seltener und wir sind ja ganz oben, dadurch haben wir auch weniger Lärm. Also never ever würde ich euch eine Wohnung zeigen, die im zweiten oder dritten Stockwerk wäre, an der D400. Wer sagt, das stört mich nicht, der Lärm oder so, pff. Das kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Das kann nicht sein. Ja. Und hier aber sind wir nicht nur ganz oben, sondern wir sind auch etwas weiter hinter. Und wie gesagt, an der D400, wenn man aber ganz oben wohnt, ist es zum Glück never ever so schlimm, wie wenn es unten wäre. Ja. Und so eine Aussicht, ja, so eine Aussicht ist unbezahlbar und so eine Aussicht gibt auch viel Positives wieder zurück. Ja. Stell dir mal vor, jeden Tag hast du diese Aussicht. Ja, jeden Tag. Und wie gesagt, ich habe Wohnungen
Das ist ja ein Penthouse mit 250 Quadratmetern. Das Gebäude ist knapp 16 Jahre alt, aber in einem Top-Zustand. Und ich habe Wohnungen, da verlangen sie mehr. Und da habt ihr, wie gesagt, nicht diese Aussicht und vor allem nicht diesen guten Zustand. Und auch ist es nicht eine Penthouse-Wohnung, wo total, wie soll ich sagen, verschnörkelt ist, ja. Und zum Glück habe ich aktuell in den letzten Monaten nur wirklich Top-Style so Penthouse-Wohnungen gehabt mit super Aussicht und die sind ja auch alle verkauft, ja. Und deswegen weiß ich auch, dass diese auch verkauft wird. Ja, 299.000. Die anderen, die ich hatte, die waren ja um die 200.000. Und da hat man wirklich Glück. Da haben sie halt Glück gehabt, die Leute. Und auch wieder mal gezeigt, dass wer ewig nur wartet und wartet und sagt, ich warte, vielleicht das nächste ist besser, vielleicht günstiger. Die haben schon verloren, schon lang verloren. Und also wer Geld hat, soll hier zulangen. Okay, Leute. Und es sind schon einige Feinheiten hier vorhanden. Wenn man hier zum Beispiel diese Steinfliesen beachtet und auch das Treppengeländer. Und es ist wirklich gut ausgestattet. Ja? Es ist irgendwie schlicht, aber gut ausgestattet. Ja. Ja, das ist jetzt etwas unscharf. Ja, das Schlafzimmer schaut sehr einfach aus, sehr schlicht aus. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Und hier kann man sich noch auf die Frau konzentrieren, statt auf das schöne Inventar. Und hier haben wir das Bad direkt mit Glastür im Schlafzimmer. Das ist halt Penthouse-Style. Und man hat schon ein paar Besonderheiten, die es halt nur für den Preis gibt. Hier seht ihr es, also Glastüren zum Bad. Hier eines der Balkone. Nicht vergessen, wir sind in Mahmudlar. Oder es ist die erste Etage. Bedenkt bitte, dass alles, was ihr jetzt seht, noch nicht so schön ist. Denn erst wenn ihr drin wohnt, ja, und ihr Pflanzen reinstellt, schöne Balkonmöbel reinstellt und schöne Möglichkeiten noch bietet zusätzlich, ja, dann wird es natürlich noch schöner. Ja. Die Wohnung wird mit allen drum und dran verkauft. Hier nochmal ein Schlafzimmer. Und auch dieses Schlafzimmer hat ein eigenes Bad. Und hier haben wir dann nochmal einen Balkon. Also es ist wirklich top. Also wer das Geld hat, Leute. Ich würde sogar bei dem Objekt unterschreiben, dass es nach einem Jahr 10% steigen wird. Denn diese Aussicht ist schon mega. Und wir haben die Terrasse, die wunderschöne große Terrasse. Es gibt natürlich, hat ein Kunde jetzt zugelangt, der hat noch bessere Aussicht und noch bessere Terrasse. Ja. Und ja, er hat zugelangt. Und ich freue mich für ihn. Und dieses Objekt, deswegen weiß ich auch, dieses Objekt wird auch verkauft werden. Ne. Hier haben wir das Treppenhaus, auch sauber, ordentlich. Wie schon gesagt, hier funktioniert noch alles. Und an den Aufzugtüren sieht man, dass es schon über 10 Jahre alt ist, das Ganze. Das ist das Gebäude, das wäre der Pool mit kleinem Spielplatz dabei. Ansonsten haben wir aber nichts. Nebenkosten haben wir hier ca. 30 Euro im Monat. Das wird aber gerade wieder neu berechnet, deswegen kann ich euch das genaue nicht sagen. Ja. Aber nicht vergessen, je mehr man zahlt, desto besser ist der Zustand. Es ist so eine ganz einfache mathematische Aufgabe. Ja. Weil wenn man zahlt, dann möchte man auch was erwarten. Ja. Wenn man nämlich nichts zahlt, dann hat man auch nichts zu erwarten. Versteht ihr? So, meine Lieben, ja. Und 3% nicht vergessen. Ich verlange 3%. Und dafür habt ihr alles bis zum Notar und Notar braucht man übrigens nur, wenn man zum Beispiel Vollmachten erstellen möchte oder sonstige Sachen. Denn normalerweise brauchen wir hier in der Türkei keinen Notar.
Das Ganze wird direkt beim Grundbuchamt gemacht und wir haben keine Notarkosten. Ja. Nur zur Information, nur die Grunderwerbsteuer haben wir und da drin sind auch in diesem Gesamtsumme sind dann auch die Gutachterpreise mit drin und auch der staatlich geprüfte Dolmetscher. Gutachter sagt dann, ja, das Haus ist so und so viel wert, die Wohnung ist so und so viel wert und dann ja, das, also wenn zum Beispiel Erdbeben nicht sicher wäre, ja, dann dürften wir es nicht verkaufen, wenn es irgendwie mega Risse hätte oder kaputt wäre oder so. Also ihr seid auf der sicheren Seite. Ne? Das wollte ich nur sagen. Der Gutachter kostet 2700 türkische Lira. Und am Preis können wir natürlich was machen. Wie ihr schon aus meinen Videos wisst, gibt es an manchen, bei manchen Objekten geht gar nichts. Bei manchen Objekten geht etwas mehr. Und bei manchen etwas weniger. Und ich habe viele Objekte, da geht gar nichts. Wenn man weiß, das sind eh drei, vier Leute, die kommen jetzt dann die nächsten Tage, Monate, Wochen aus Deutschland, haben extra Urlaub genommen, um das Objekt zu sehen. Und die Leute aber haben wollten keine Anzahlung machen, weil sie es erst selber sehen wollten mit eigenen Augen. Ist ja natürlich verständlich. Aber wenn es genauso, muss man dann aber auch das verstehen, wenn dann der Hausbesitzer jemand anders gefunden hat oder ich jemand anders gefunden habe, der das dann der so kauft und zulangt, dann darf man auch nicht in der Hinsicht jammern. Ich habe übrigens bei all meinen Verkäufen, die direkt über türkischen Konsulat über Deutschland gingen, das heißt, die Leute konnten aus Zeitgründen oder warum auch immer nicht hierher kommen, aber haben das Video so toll gefunden mit dem Objekt und haben gesehen, ich unterschreibe da auch noch, dass es nach einem Jahr 10% teurer wird. Also da macht man ja eh nichts falsch. Wer da nicht zulangt und dann das Geld hätte, der macht ja dann Plus, versteht ihr? Also in solchen Fällen, ja, muss man ja dann, wenn es einem gefällt und das Geld man hat, muss man ja zulangen. Wenn man da nicht zulangt, dann ist das ja Schwachsinn. Und bei keinen meiner Kunden, der oder sie nicht hier direkt vor Ort kommen konnte, also keiner ist bisher enttäuscht worden. Alle sind zufrieden und glücklich. Also die nicht da waren, ja, die nur durch Video schauen von meinen Videos zugelangt haben. Keiner. Dann gibt es welche, die kommen zum 10. Mal und zeigst du zum 10. Mal was und die langen immer noch nicht zu. Und jetzt kommen sie nicht mehr weg von Germany. Das ist natürlich auch keine gute Sache. Also Leute, mit diesem Objekt werdet ihr auf jeden Fall glücklich. Und wenn man auch noch so einen extra Raum hat wie diesen hier, wo man dann auch bei schlechtem Wetter dann sitzen kann und dort eine rauchen kann, einen Kaffee trinken kann und Fenster dann aufmachen kann. Und bei diesem Objekt kann ich euch sagen, werdet ihr glücklich werden. Es war jetzt viel gelabert wie immer. Ja, dieses Objekt wollen bestimmt viele haben, auch die halt das Geld nicht haben. Ne? Da kann ich halt nur sagen, ja gut, wie kann man das Geld sich arrangieren? Ja. Soll man überhaupt, muss man überhaupt, ist es denn lohnenswert? Also Leute, wer jetzt bis jetzt noch nicht geschnallt hat, dass wenn er Germany, ich betone Germany, ja, kein Land auf der Welt, ist so schwachsinnig und geistesgestört gesteuert, wie Germany, ja, wer jetzt immer noch nicht schnallt, was abgeht in Germany, ja, der, ja, vielleicht mögen das ja manche Leute, ja, so zu leben, ja. Also ich mag es nicht. Ich mag es, wenn Kühlschrank voll ist, ich mag es, wenn ich das Meer sehen kann, ich mag es, wenn ich merke, dass ich hier vom Staat nicht verarscht werde, ja, denn in Germany wird man vom Staat betrogen und verarscht, ja. Also aktuell die Katastrophe und was für Schwachköpfe das steuern gerade, ja, das ist unfassbar. Vor allem dieser Gesundheitsminister, dass keiner schnallt, dass der geisteskrank ist, ja, dass keiner schnallt, dass der Typ wie beim Kaisers neue Kleider, ja, da stimmt was nicht und alles sind blind, ja, und deswegen keine Chance, Leute, keine Chance. Also
Ich könnte so viel euch erzählen, ja. Ich könnte euch so viel erzählen. Aber bringt nichts. Und es ist geplant, es wird Germany wieder geopfert. Ja, ja, und das sage ich nicht, um euch hierher zu lachen oder was auch immer. Ihr könnt auch nach Afrika gehen oder wohin ihr auch wollt. Ist mir wurscht. Und immer mehr polnische Kunden habe ich auch. Sind ja auch sehr, sehr liebe Leute. Und immer mehr. Und wenn man dann sagt, ja, warum nicht Polen? Ja, das ist in der EU erstens mal. Und zweitens ist es gefährlich. Und aktuell muss ich sagen, Mann, die Leute haben recht. Weil wenn Polen jetzt so mit Friedensmissionen in Ukraine und so, da kriegt man schon Bedenken. Ja. Also Leute, das ist gerade nicht gut. Ja. Gerade nicht gut. Und ich sage das wirklich nicht, um euch hierher zu locken. Aber mir egal, macht was ihr wollt. Okay Leute, so viel von mir. Und wie immer der Tipp an vor allem meine deutschen Freunde. Bitte kauft Dosen. Okay, bitte kauft Dosen. 3 Dosen am Tag pro Person. Mindestens 2 Wochen, wenn nicht 2 Monate. Ja, ihr könnt sie halt immer wieder verwerten. Die halten ja ewig. Ja, die kürzeste Lagerzeit ist 5 Jahre. Ja. Und ihr braucht kein Wasser, ihr braucht es nicht kochen, ihr könnt es gleich essen. Und geht auch zum türkischen Feinkostladen, kauft dort Dosen, da gibt es gefüllte Auberginen, gefüllte Weinblätter und das schmeckt dann auch wirklich, also ne, wenn man Dosen hört, denkt man immer an, ne, dann habt ihr eine Absicherung. Okay Leute, ich sag's nur im Guten für euch. Und warum sage ich keine Chance? Warum sage ich das? Ja, Germany sowieso nicht, ja. Germany sowieso nicht. Und dann freut man sich, wenn man so hört, wie in Kanada mit den LKW-Fahrern. Oh, jetzt passiert endlich die Revolution. Und dann, was ist? Das tut alles wieder wie so ein Luftsack, wo dann zusammensackt. Ja, das ist so traurig. Ne? Deswegen sage ich keine Chance. Oder wenn 1 Million in Frankreich auf die Straße gehen und wirklich richtig Revolution machen und trotzdem das nicht klappt, ja, weil es doch zu wenig sind, ja. Und dann, wenn du merkst, dass die Bullen und das Militär schön gehorsam sind, ja, diesen Drecksverrätern, ja, deswegen sage ich keine Chance, ja, keine Chance. Ja. In Germany sowieso nicht, ja, Christopher Street Day, kommen 1 Million Leute in Köln oder in Berlin, Christopher Street Day, auf die Straße, ja. Aber wenn mal irgendwie Friedensdemo oder was auch immer, oder interne Demos für Miet, dass die Mieten, dass die mal mehr Wohnungen bauen, ja, in Germany, machen sie ja nicht, die wollen ja den Clash und die wollen ja teurere Mieten einkassieren, das ist doch alles, ich will den Namen nicht, kennt ihr Frau Meier, hm? Frau Meier, kennt ihr Frau Meier, hm? Freimaurer, oder? Hm? Kennt ihr das, ist verseucht, Germany ist verseucht mit denen, versteht ihr, keine Chance, Leute. Mensch, jetzt wollte ich ja nicht nur eine schöne Wohnung euch präsentieren, aber habe ich doch trotzdem, oder? Also, meine Lieben, wer Lust hat zuzulangen, die schönen Bilder sind auch dabei, gefallen mir übrigens sehr, ja. Ich kann das nur nicht richtig deuten, von wem die sein könnten, ja. Auch wenn man da was lesen könnte, fast. Ne? Könnte auch selbst gemalt sein. Also ich finde es gut. Ich finde es gut. Wenn der noch nicht berühmt ist, der hätte es drauf. Der hätte es drauf, wirklich. Okay, Leute. So, ich habe eine Galerie. Ich kenne mich da aus. Ich kann da mitreden. Okay. Welchen Style hat diese Künstler? Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Das sind verschiedene gemischt. Das ist ein eigener Style. Meiner Meinung nach. Ne? Okay, jetzt mal Schluss jetzt endlich. Mensch, ich labere wieder so viel. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bei Interesse einfach melden. In der Info ist meine WhatsApp-Nummer. Nur wer Interesse hat und auch das Geld bitte hat. Ne? Ansonsten bitte mich nicht kontaktieren. Ja, ich bin so ein Arsch. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.
Gottes Glück. Das ist Gottes Glück. Gottes Glück. Gottes Glück. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.